Robert ist unser Lebensretter, er macht hier alle platt. So. Ein Top genießen war im Notfall gut. Das heißt, Pikachu kriegt keins. Der hat nicht so wenig Power. Ich wollte es gar nicht mehr so spannend machen lassen jetzt am Schluss. Aber gut, geht nicht anders. Dann kriegt Sion noch. Domi auch nicht, weil der hält nicht viel aus. Pikachu soll eher mit Druck zu kippen und so noch finishen. Gut. Keine Offensive wegen Baum. Hallo! Diesen Moment erwarte ich schon lange, Michael. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Wenn ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das, ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich Champion der Pokémon-Liga. Michael, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Gary will fighten. Los geht's, Freunde. Ich bin schneller als ein Sandama? Trotz Volltreffen nicht ganz gereicht. Oh, ist das übel. Gut, Giftstachel bringt nicht viel. Das ist alles, was der kann? Das ist ein lames Teil. Ja, gut, Steven, ich meine, die Welt war jetzt immer klein. Es gab nur Kanto. Mehr gab es noch nicht. Level 46 für Kai. Oh, das ist nicht geil für den Kai. Simsala. Aber von dem Simsala habe ich Respekt. Und sehr grausam. Wenn ich sogar Pech habe, muss ich Finale einsetzen. Weil Robert Spezialverteidigung ist nicht gerade die beste der Welt. Ja, aber Simsala verträgt auch nicht viel. Ja, passt soweit. Psychkraft, du bist ein Arsch. Der ist so ein Trottel, der hätte mich gerade weghauen können. Tschüss. So geht das. Kokowein, da bring ich doch Beni rein. Beni, Flammenwurf! Oh Scheiße, nur so wenig? Ja, Tobi? Möchtest du mir etwas sagen? Jetzt setzt der Hypnose ein. Was ausreckt, Michael? Was heißt denn ausreckt in diesem Kontext? Staccato! Meint auch Takato! Myrapla, Kokowai, Myrapla, Kokowai, Myrapla, Kokowai! Oh, oh, wei! Myrapla, Kokowai, du, 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 du. So, Flamethrower now. Waren nur noch drei? Oh, aus das. Pikachu muss schneller sein, ich versuche auf mal einen Donnerblitz, weil ein Donner wird sowieso nicht treffen, so ich mich kenne, also mach zumindest mal sicher Damage. Aber relativ viel Damage gemacht, Pikachu. Gut, Pikachu hält nichts aus, das wussten wir. Wut! Das ist wie so eine Defense?
Wundert mich gerade ein bisschen. Ja, Robert hat wohl bei Vegeta gelernt wegen der Big Bang Attack. Ja, ja, gut. Kann bloß sein. Nein! Scheiße. Ja, hätte ja klappen können. So, Xion, rein mit dir. Was kann wohl Nona? Nix verwirren kann es mich. Wäre gut geschlagen, natürlich auch eine Verwirrung. Das Taktik. Killen wird es sicher nicht damit. Jo, hat er auch nicht erwartet. Weil tut er nicht so einen hohen Spezialangriff. Du, 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 Xion, nein, da 46, du, du, du. Blitz einen Kampf schicken, dann kein Schutzschild, doof. Könnt Domi schicken, wa? Domi! Blitzer ist ja trotz allem Elektro, wa? KS Pflanz müsste alles noch gut abfangen. Du hast ein stärkstes Pokémon, wa? Gut, wenn du das stärkste ist. Das letzte glaube ich auch, wa? Muss das letzte sein? Alter, eine Nadelrakete! What? Ich hab dich lieb, Robert! Oh, scheiße. Blitzer ist ziemlich stark, wenn er dann sogar noch trifft, das wird Robert killen. Kai, die erste Gen ist richtig schwer. Ja, sorry Tobi, ich wusste gerade nicht mehr auswendig, ob es überhaupt gibt, die erste Generation, ne? Ist nicht mehr alles so... Doch, man trifft bei dem auch immer, wa? Robert, das war mir eine Ehre! Lebe wohl! Überleb, Robert, bitte kein Volltreffer, überleb und dann kannst du das Finale einsetzen. Wir sind alle zufrieden und glücklich und natürlich. Alter! Das Spiel verarscht mich! Ich hasse das Spiel! Da kannst du nicht bringen, Spiel, so etwas! Donner, trifft bei dem immer ein anderer Volltreffer. Ey, Alter, lass den Quatsch. Ja, und die scheiß Nadelrakete. Hä, vorher hat es viel mehr Schaden gemacht einmal. Ober, bitte nicht paralysiert sein, einfach nur killen. Dankeschön. So. Wir haben die Liga gemacht. Ja, auf die übelst krasseste Weise, wie man es überhaupt nur machen kann. Wir haben es geschafft. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Schon ist gut. Nach einer Anstrengung, Liga-Champion zu werden. Das ist nicht fair, finde ich auch. Das war scheiße schwer. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Da bin ich von innen explodiert, schon wieder. Ja, sorry Robert, aber es ist die stärkste Attacke. Ich glaube echt, Erdbeben hat ihn nicht gekillt. Glaube ich jetzt echt. Verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Voter Arsch. Michael! Es ist Professor Eich! Gary so, Großvater? Oh, tschüss. Das hast du gewonnen. Glückwunsch! Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazu gelernt, seit du dich mit Pikachu auf den Weg gemacht hast.
Michael, du bist schon viel erfahrener. Gary, du hast mich sehr enttäuscht. Boah, voll krasse, wie es Liga-Champion, wie es besiegt. Du bist scheiße, Mann. Also hör, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Da als ankam, warst du der Verlierer. Gary, weißt du, warum du verloren hast? Du hast dein Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. Sag mal, ist Gary hier in der Rolle von Giovanni oder was ist los? So wirst du niemals Sieger werden. Dafür sind wir Sieger der Herzen. Michael, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht alleine dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinem Pokémon und deinen Fans ist vorbildlich. Michael, folge mir. Der hat nicht ganz unrecht. Herzlichen Glückwunsch, Michael und ihr lieben Pokémon-Trainer da draußen, alle Twitch-Zuschauer, alle Let's Player-Zuschauer auf YouTube, was auch immer. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier all ihre Pokémon geehrt. Michael, du hast hart gekämpft und die Herausforderungen der Pokémon-Liga bestanden. Michael, du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Oh, meine Fresse. Kai! Ruhmeshalle! Für immer auf ewig, der gute alte Kai. Naja, die Elektromaus namens Pikachu. Der bin ich mit seinem super heißen Flammenwurf, seinem extrem geilen Schlitzer und dem Schaufler. Xion, das mächtige Defense-Tour-Talk. Und hier natürlich Domifor-Boss, der einfach nur übelst krass mit seinem Himmelsfeger und die ganze Welt erleuchtet. Robert, das finale Extrem-Pokémon schlechthin. Keiner hält seinen Wucht durch, aus. Du hast bereits 5 verschiedene Pokémon gefangen oder explodieren lassen. Hol dir bei meinem Gehilfen den EP-Teil ab. Pokémon Gelbe Edition. Tja, es ist ja trotz allem ein Let's Play, weil es kommen die Credits und ich denke wieder mal, es wäre Zeit für ein Fazit von mir. Jo, ist natürlich erstmal grandios, dass Nintendo und Game Freak und wer sonst noch alles dazu gehörte, auf die Idee überhaupt kam, die erste Generation mal so gesehen wieder rauszubringen als Remakes in die Virtual Console. Natürlich auch die ganzen Features einzubauen, sprich eben, vor allem jetzt für Pokémon Gelb mit dem Surfer Pikachu und den Tauschszenarien zwischen Rot, Blau und Gelb. Und dann generell auch nachher, im Verlauf des späteren Jahres, dass man sogar über Pokémon Bank tauschen kann auf Sonne und Mond. Das wird natürlich sowieso episch sein. Und ja, es war aber natürlich auch ein episches Gefühl, mit euch hier zu zocken, live-Let's Play-mäßig halt. Eben ist ja live, oder von dem her. Und ja, mit euch auch von dem her die Pokémon, oder? Nach euch zu benennen. Und so gesehen ja auch eine besondere Beziehung, eine besondere Verbindung aufzubauen. Und darüber hinaus sowieso eine Reise zurück in die Vergangenheit zu machen, meine eigene Kindheit, wie es damals so war und vor allem wie scheiße es war. Pokémon Gelb, Missing No G klappt nicht mehr, alles so scheiße schwer, die Arenaleiter viel zu stark, etc. etc. Aber trotzdem, also vor allem Kampfsystem natürlich total anders, aber mit ein bisschen Glück, viel Unterstützung von euch und natürlich auch viel Geduld haben wir es trotz allem geschafft. Natürlich, wer uns sowieso geredet hat, ist unser Lieblingsrelaxo, unser Robert, das Finale schlechthin, das, glaube ich, alles andere in den Schatten gestellt hat. Ja, also Roberts Finale hat ja echt alles getoppt und das ist einfach nur episch geil gewesen. Jo. Was kann man später streamen? Dann kommt das vielleicht noch heute. Später Stream. Ich würde sogar sagen, im nächsten Stream. Tobi, dann haben wir ein bisschen besser vorbereitet. Sollte bis dort noch fast einen kompletten Pokédex haben. Dann natürlich noch ein paar Pokémon fangen, die wir hier fangen können, wie die 3 legendären Vögel plus Mewtwo. Und dann wird das Ganze vermutlich etwa 1,5 Stunden dauern, vielleicht knapp 2, dann hätten wir natürlich noch genug Zeit für Oras. Nee, Kai, Hartgold ist Domi, das ist eine Domäne. Ich bin eher für Soul Silver. Wo ist eigentlich gespeichert worden?
Ah, oh, hier, schön. Unser ganzes Team ist im Arsch. Lebt eigentlich nur noch Xion, oder? Ja, Xion hat allein überlebt. Robert starb den Heldentod. Michael, wenn du hart ein Pokémon bist, werden sie nicht zutraulich ärgern. Wobei Robert ist der Zug abgefahren. Du sollst eine kurze Pause einlegen. Die haben so viel explodieren lassen, denken sie auch sicher, WTF? Achte auf dich. Ernsthaft jetzt? Pikachu scheint nicht sehr happy zu sein, ich verstehe das nicht, wir haben doch gewonnen, Top 4 mäßig, alles geil. Ich glaube, es ist ein bisschen zu oft kapiert, wa? Naja, was soll's. Freunde, wir sagen nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Das ist jetzt mal der Ende für den heutigen Livestream und damit auch für den heutigen Part hier auf YouTube. Vielen Dank fürs Zusehen und jo, bis zum nächsten Livestream. Wir würden, wie gesagt, noch ein bisschen offscreen was machen werde. Wenn wir einen kompletten Pokédex haben, noch ein paar Pokémon fangen werden, vor allem legendären Pokémon, und dann das ganze Projekt zu einem schönen Abschluss bringen werden. Jo, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Pikachu, bist du sauer? Nö, also erholt, weil ich gespeichert habe. Krass, wa?